Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren kleinen Folge Subnautica. Ich weiß nicht, wie lange sie geht. Ich bin mit Ramen jetzt, wo ich das aufnehme, zum Podcasten verabredet. Er ist aber noch nicht da. Und ich weiß auch nicht genau, wann er kommt. Deswegen dachte ich mir, nehme ich einfach nochmal eine Folge auf. Und wenn die 10 Minuten geht, geht sie 10 Minuten. Und wenn sie eine halbe Stunde geht, geht sie eine halbe Stunde. Außer ich kriege vorher zu viel Angst und höre vorher schon auf. Das wird man sehen. Ja, ihr durftet mir die letzten Male dabei zugucken, wie ich unglaublich langsam Progress gemacht habe. Das war so das Thema der letzten Stunden im Endeffekt. Und ja, habe immer noch das Problem, dass ich Silbererz brauche, noch und nöcher. Und ich habe von... Okay, was geht mit dir? Ich habe von Alkrin den Tipp bekommen, dass es hier in dem Seetankwald, in den Höhlen, aha, dass es hier Sandstein-Dingsbumse gibt, was aber natürlich den Nachteil hat, dass man sich nonstop mit den doofen Stalkern, wie ich jetzt auch weiß, dass sie heißen, auseinandersetzen muss. Alter, wie irreführend die Musik einfach gerade ist. So voll harmonisch. Oh, einmal kurz Luft schnappen. So voll harmonische Musik. So, alles cool. Du brauchst keine Angst haben. Niemand will dir was Böses. Vor allem nicht die Wesen in dieser Spielewelt. Die schon mal gar nicht. Ich habe übrigens beim letzten Mal bemerkt, ich habe da irgendwie gar nicht drauf reagiert in der Folge, dass diese komischen Stalker, wie ich jetzt weiß, dass sie heißen, dass sie Metall futtern. Oder zumindest Metall ganz geil finden. Weil die immer, weil sie sich das geschnappt haben. Ja. Was, was ich noch nicht hatte. Oh, was bist du? Ach, der Seegleiter wieder. Naja. Kann es sein, dass selbst wenn man keine Energiequelle hat für den Gleiter, dass man trotzdem schneller ist? Oder bilde ich mir das einfach komplett ein? Moment. So. Einmal die Batterie gewechselt, da ist die Energie einfach nur für die Taschenlampe. Nö, oder? Okay, ich habe gerade schon mal ein Silbererz gefunden. Das ging schneller als bei den letzten Versuchen. Es kommt halt auch noch dazu, dass ich so ein unfassbarer Blindfisch bin, ne? Also hier einfach. Ich bin ja bestimmt schon. Ja. Ich bin ja bestimmt einfach schon an. An 30. Naja, das ist übertrieben. Aber an 10 Dingern davon vorbeigeschwommen. Ohne dass ich es gesehen hätte. Da ist eins. Aha. Ah, das war Blei. Blei ist nicht das, was ich brauche. Ach, du Holy. Okay. Not sure if I want to do that. Ah, hier. Nice. Ja, also ich möchte nur sagen, ich habe halt Alkrin auch nicht gefragt. Sondern ich habe ihm mein Problem geschildert einfach nur. Habe halt gesagt, seit Stunden quasi durch die Gegend geschwommen bin, um Silber zu suchen. Da hat er gesagt, das Problem hatte ich auch. Möchtest du gerne einen Tipp haben? Und da bin ich so ehrlich, habe ich gesagt, ja bitte. 3 Silber. Ich brauche noch 1. Dann kann ich mir, glaube ich, alles bauen, was ich erstmal brauche.
Ja, nice. Da ist es. Und wisst ihr, das ist zwar gruselig hier drin, wo das so dunkel ist und so, aber ich habe hier tatsächlich erstaunlich wenig Angst drin, weil ich ja festgestellt habe, gerade eben, dass diese komischen Stalker-Hai-Viecher, dass die hier drin offenbar einfach nicht sind, sondern nur oben, in den Pflanzen. So, jetzt können wir Sachen bauen. Und dann wird alles gut. Ich glaube, das, was wir jetzt gefunden haben, das wird uns wirklich Progress ermöglichen. Weil ich glaube, wir können jetzt das Konstruktionstool da bauen. Okay, also wir merken uns in dem Wald, da ist eine dunkle Höhle, wo diese Dinger spawnen. Ich finde das so geil, wie die jetzt hier mit diesen Dingern rumdüsen. Ja, und schon müsst ihr wieder lachen, um mir Angst zu machen. Schufte. So. So, passt auf. Denn wir wollten das Konstruktionswerkzeug. Dafür brauchen wir einen Kabelsatz. So. Zack. Jetzt können wir uns das Konstruktionswerkzeug bauen. The Builder 2 is designed to construct habitats capable of withstanding extreme environmental conditions. So, das ist, glaube ich, schon mal nicht schlecht. So, dann haben wir noch die Schubkanone, die wir bauen könnten. Dafür bräuchten wir halt auch noch einen Kabelsatz. Das kriegen wir ohne Probleme hin. Das haben wir... Ich denke mal, so einen Auftriebskörper brauche ich jetzt noch nicht unbedingt. Aber... Was war denn das? Irgendwas hatte ich noch, wo ich gesagt habe, das wäre gut. Hier, so eine Signalboje. Das wäre ganz gut, damit, wenn ich jetzt dann bald wirklich dann doch weiter weg schwimme, ich halt in der Lage bin, meinen Weg raus wieder zu finden. So, also wir brauchen noch einen Kabelsatz. Nee, wofür habe ich ihn jetzt gebraucht, den zweiten Kabelsatz? Dammit! Ich brauchte doch zwei. Ach, für die Schubkanone, genau. So, dann muss ich mir nochmal schnell Titan holen. Habe ich hier noch was drin? Nö, muss ich mir dann einmal schnell hier fischen. Snatch. Jetzt habe ich die scheiß Koralle eingesammelt. Weg. So. Zack. Zack. Unser Lager. So, Schubkanone. Die wollten wir noch bauen. Den brauche ich, glaube ich, noch nicht, den Laserschneider. Auftriebskörper. Pfadfinderwerkzeug. Natürlich auch nicht schlecht. Holographische Pfadfinderscheiben. Um den Weg aus Höhlen zu markieren. Ach, nein, jetzt brauche ich ein Messer. Naja, egal. So. Ich wollte nochmal gucken. Chlorbleiche. Wie mache ich denn Chlorbleiche? Mit Salzablage und Röhrenkorallen. Das wäre ja eigentlich auch mal ganz gut. Bei Salzablagerung habe ich ein paar. Oder habe ich noch welche? Ich habe keine mehr. Habe ich die Salzablagerung alle weggeschmissen? Oder habe ich mit denen gepökelt? Okay. Einmal Wasser trinken. Und das nehmen wir mit. Okay, wir haben auch einfach zu viel Blei. So, und jetzt, wo ich mir halt mittlerweile relativ sicher bin, dass das einfach alles liegen bleibt da unten, nutze ich das einfach mal so ein bisschen als unfreiwilliges Lager sozusagen.
Ja. So, Kreislauftauchgerät. Zack. Und Schubkanone. Verzerrt Schwerkraft, um Objekte anzuziehen. Okay, das Reparaturwerkzeug brauchen wir nicht. Okay, wie funktioniert denn die? Ah, okay. Oh. Sorry, Fisch. Da habe ich den Fisch in den Wald geballert. Armer Fisch. Es tut mir leid. Das war nicht mein Plan. Ich habe noch eine 100er und die hier im Moment hat 82. Okay. So, und ich brauche noch mal Titan für... So, ich wollte mir noch so eine Signalboje bauen. So, damit ich mir dann, wenn ich ins Biom reingehe, in das neue, damit ich mir da meinen Weg bemalen kann. So. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Jetzt werden wir mal noch Salzablagerungen suchen. Um uns noch ein bisschen... Ah, ich habe hier noch welche. Salzablagerungen. Salzablagerungen. So, dann können wir nämlich Chlorbleiche machen. Dann brauchen wir nur noch so ein paar Blubberfische. Blasenfische. Warum kommst du jetzt immer hier hoch, du Assi-Vieh? Ich habe dir nichts getan. Also bist du jetzt mein Testobjekt. So. Hab ich dich gescannt. Ah, jetzt flieh ich. Wie ein echter Forscher. Okay. So, Pirscher, das lesen wir nochmal schnell. Einheimische Lebensformen. Fleischfresser, Pirscher. Ein stromlinienförmiger Raubfisch, der in den Tangwäldern auf Beute lauert, die bei der Nahrungssuche die Sicherheit der Untiefen verlässt. Wahrscheinlich hat der Pirscher vor Jahrmillionen seine ökologische Nische als Kompromiss zwischen Geschwindigkeit und Größe gefunden. Er könnte eine der ältesten Arten auf dem Planeten sein. Pirscher scheinen von Titanvorkommen angezogen zu werden. Das schärft und belastet ihre Zähne. Wie viele Räuber können auch hungrige Pirscher, die zu nahe kommen, vorübergehend abgelenkt werden, indem man sie füttert. Zähne. Die Zähne des Pirschers sind ungewöhnlich hart und wachsen schnell. Seine langgestreckte Schnauze kann eine enorme Beißkraft auf größere Angreifer ausüben, aber auch kleine Pflanzenfresser erreichen, die zwischen Felsen Schutz suchen. Nachtsicht. Mehrere Netzhautschichten in den Augen sind ein Anzeichen für eine Anpassung an die Jagd bei Nacht. Rückenkämme. Diese Kämme können unabhängig voneinander bewegt werden, um größtmögliche Wendigkeit zu bieten. Bauchflossen lang und kräftig, sodass der Pirscher sogar die schnellste Beute jagen kann. Beurteilung Pirscherzähne können bei der Herstellung von emailliertem Glas zur Anwendung kommen. Okay, ich brauche deren Zähne. Ich glaube, das habe ich sogar schon mal gehört. So, jetzt wollen wir uns hier zweimal Chlorbleiche machen. Bleach is an essential chemical used for cleaning wounds and purifying water. So, und dann brauche ich mir nur noch so eine... Ah, guck mal, ich habe sogar ein Wasser. Ach so, für desinfiziertes Wasser brauche ich einfach nur Chlorbleiche. Also dann nimmt man... Ach, ah, okay. Dann nimmt man quasi einfach Wasser und reinigt das. Ja, okay, macht Sinn. So. Ja, das ist doch mal ganz gut. So, dann können wir... Ah, jetzt haben wir jetzt sehr viel Wasser dabei. Also es kann sein, dass es jetzt super dumm ist, was ich mache. Aber ich probiere das einfach mal. Es macht doch eigentlich Sinn, einfach den ganzen Schmonz jetzt einfach unter die Base zu schmeißen, oder? Es scheint mir jetzt gerade so, also ich meine zwar... Okay, die werden von Titan angezogen.
die Stalker. Kann auch sein, dass sie deshalb hier oben sind. Aber sie scheinen es mir jetzt ja nicht wegzufuttern oder so. Okay, den Schmierstoff sollte ich vielleicht nicht in die Gegend schmeißen. So, okay. Weil es war jetzt einfach zu voll hier. Ich habe am Anfang einfach viel zu viel gesammelt. Weiß gar nicht, wie ich brauche. So, ein Wasser nehmen wir wie immer mit. So, und dann nutzen wir jetzt die Nacht wieder, um Blasenfische zu suchen. Das ist nämlich das Geile, dass man die bei Nacht ganz gut erkennt. Die leuchten einem dann nämlich schon so von Weitem entgegen. Hörst du auf! Zack! Erster. So, normale Fische brauche ich auch noch. Nein! Ah, da ist noch ein. Ach nee, Quatsch, dann brauche ich die gar nicht mehr, ne? Jetzt meine zweite Möglichkeit, um Wasser herzustellen quasi. Ich kann einmal die Fische benutzen für kleine Wasservorkommen und einfach Chlorbleiche für desinfizierte. So, okay, macht ja nichts. Bisschen mehr Wasser schon mal zu haben, kann ja nicht schaden. Dann machen wir jetzt nochmal Futter. Okay, aber warte mal, dann haben wir hier noch Salzablagerungen. Ja, eine. Da ist er schon wieder. Kommt der jetzt wirklich hier hoch, immer weil das ganze Titan jetzt hier rumliegt? Kann das wirklich sein? Das wäre ja krass. So, wir wollen nochmal Chlorbleiche machen. So, können uns Fische kochen. Dann müssten wir erstmal wieder versorgt sein. Und dann gehen wir uns mal weiter umgucken. Auch wenn mir sehr unwohl dabei ist. So, wir trinken nochmal ein normales Wasser. Essen hier noch einen Fisch. So. So haben wir erstmal schön Wasservorräte gesammelt. Ich glaube, ich mache mir auch noch eine Batterie sicherheitshalber und dann geht's los. So, ich brauche. Das ist Gold, das ist Blei, Titan. Ja, gut, ich gebe zu, es ist jetzt nicht das übersichtlichste Warenhaus, das man so haben kann. Hat hier. Ah, da ist Kupfer, oder? Kupfer. Und Säurepilze. Zack, zack. So, kommt jetzt noch eine Batterie und dann düsen wir los. Zack, eine Batterie noch. Damit uns nicht unterwegs der Speed ausgeht. Geheilt sind wir auch. Ein Medikit können wir uns auch wieder nehmen. Alright, dann. So, also ich weiß ja schon mal. Moment mal, habe ich jetzt alles ausgerüstet? Ach so, ich muss mich entscheiden, ob ich das Kreislaufgerät oder den Strahlenschutz nehme. Ich weiß ja schon mal. Was wollte ich jetzt sagen? Ach ja. Genau, wo habe ich denn diese Boje? Die habe ich doch gebaut. Da ist sie. Okay, alles klar. Gut. So. Also, ich weiß schon mal. Ich bin beim letzten Mal, da ist die Aurora und ich bin in die andere Richtung geschwommen, also da lang. Und da kam dann irgendwann der Hinweis. Dass ich ein neues Biom in der Nähe hätte. Und ich will das absolut nicht.
aber ich muss wohl. Ich glaube, es ist jetzt auch ganz taktisch clever, bei Nacht loszuschwimmen. Und dann in dem Gebiet bei Nacht zu sein, was ich noch kenne. Jetzt wird es nämlich auch schon langsam wieder hell. Und dann ein bisschen mehr Sicht zu haben, wenn wir hier raus sind. Okay, ich glaube, ich schwimme jetzt schon wieder falsch. Weil beim letzten Mal war es, glaube ich, nicht so weit. Naja, okay, wir gucken einfach mal, wo wir landen. Ah, jetzt schon mal eine neue Salzablagerung. Ab jetzt können wir die ja wieder gut gebrauchen. Ja, aber eigentlich müsste es so in etwa gewesen sein. Sich hier zu orientieren ist halt auch arschschwierig, ne? Also für mich zumindest. Ich finde das hier so unter Wasser. Ich tue mich sehr schwer damit, hier zu navigieren. Okay, ich schwimme gerade definitiv woanders lang als beim letzten Mal. Bin ich mir relativ sicher. Das hier kann ich nicht abbauen, ne? Nee, da brauche ich irgendwas anderes noch für. Das Problem ist ja auch, ich habe jetzt zwar schon so halbwegs Luft, sage ich mal, aber es ist jetzt ja nicht so, als könnte ich schon Ewigkeiten unter Wasser bleiben, wisst ihr? Das kommt dann ja auch nochmal dazu. Ich habe halt das Gefühl, dass mir da schon noch irgendwie was fehlt. Was ist denn das? Oh oh. Was bist du? Ah, irgendwas passiert. Oh, holy shit. Ah, was bist du? Was in Gottes Namen bist du? Das ist das, was ich schon mal gesehen habe, oder? Oh Gott, es kommt. Es kommt auf mich zu. Ja, will ich jetzt hier lang? Ich glaube nicht. Ja, seht ihr, und das ist das auch, was ich meine. Jetzt bin ich da runtergetaucht, trete gerade den Rückzug an und ja, muss jetzt quasi auch schon wieder an die Oberfläche. Alright, ich schwimme mal da lang. Was war das? Was in drei Teufels Namen war das? Es war auf jeden Fall riesig und es hat bedrohliche Geräusche von sich gegeben. Okay. Ich sag mal so, was ich ihnen wirklich neidlos anerkennen muss, ist, dass die Macher von diesem Spiel hier Atmosphäre unglaublich gut können. So, jetzt will ich nochmal gucken, ob ich... Nee, ich kann... Ach doch, ich hab... Rote Wiegesamen. Ah, okay, das wird dann wahrscheinlich später wichtig sein, eher. Wenn man sich selber was pflanzen muss.
Okay, das ist tatsächlich nur eine einzelne Höhle, wie es aussieht. Okay. Was passiert denn jetzt schon wieder? War das jetzt einfach nur komische Beleuchtung oder? Also, ich bin da runtergeschwommen. Da war da erst so ein komisches Unterwasser-Reaper-Viech. Dann hat plötzlich mein Bildschirm geleuchtet, als wäre ich in Lava. Und dann war das dieses komische Riesenviech da. Also ich finde das ja alles mal gar nicht gut hier. So, warte, jetzt. Okay, jetzt sehe ich gerade meine Markierung gar nicht mehr. Ach, da. Da ist mein Dings, okay. Ja, es wäre ganz geil gewesen, wenn ich beim letzten Mal, wo ich da bei diesem anderen Biom war. Es muss irgendwo hier gewesen sein, glaube ich. Wäre ganz geil gewesen, wenn ich da schon so ein Markierungsding gehabt hätte. Weil es muss irgendwo hier gewesen sein, weil so tief unten wie da war ich noch nicht. Ich war die ganze Zeit an dieser 100 Meter Grenze. Ah ja, schaut mal, hier findet man das jetzt ganz oft. Ich bin also einfach nicht weit genug rausgeschwommen. Hier habe ich jetzt ganz viel Silber und so. So ein Hai-Viech. Okay. Was ist denn das da schon wieder? Okay. Ich werde jetzt nochmal auftauchen und dann tauche ich jetzt einfach mal da runter. Und wenn ich sterbe, dann sterbe ich halt. Ich spiele ja zum Glück nicht in dem Modus, wo einmal Tod den Tod bedeutet. Alright. Lass mich. Das da? Ein Rubin. Okay. Zeigen die einem eigentlich an, wenn man in einem neuen Biom ist? Also, ich würde jetzt mal denken, das hier ist eins. Blutöl. Moment. Da machen wir jetzt mal ein bisschen von den Sachen, die wir häufig finden. Ah, oder warte mal, wir essen mal den Fisch, den da, trinken unser Wasser. Blutöl. Fremder Rohstoff ermöglicht neuen Bauplan. Oh, er braucht ja auch schon wieder so viel. Ah, dammit. Okay, ich mache mir aber auf jeden Fall mal, bevor ich hier weitertauche, mache ich mir auf jeden Fall mal hier eine Markierung hin. Signalboje. Was war das? Ach der. Oh. Du Arschloch. Arschloch, hi. Schock des Lebens bekommen, ey. So. Mal kurz gucken, wie geht das? Wahrscheinlich muss ich das hier hinpacken und dann und jetzt? Okay, so ganz habe ich das Konzept noch nicht vergrafft, muss ich zugeben. Jetzt ist die da. Und wenn ich jetzt weit weg schwimme, sehe ich die dann? Ja, okay. Okay, alles klar. Dann packen wir die da unten hin.
So, hier reicht ja, weil ich nicht weiß, ob diese komischen Haie die angreifen können. So, dann haben wir hier schon mal Signalboje 1 für die Zukunft. Wissen wir, die führt da in diesen Wald. So, dann schwimmen wir jetzt einmal zurück. Gucken mal. Wir lernen unser Inventar nochmal und dann schwimmen wir da wieder hin. Um mal Blutöl und so zu sammeln. Ich glaube, ich muss Steven jetzt doch gleich mal anschreiben, wo er dann bleibt. Wo, wenn wir hoch genug sind, da glaube ich einfach schwimmen können nochmal. Okay, dann gucken wir mal noch, was wir jetzt bauen können. Neues. Und dann werden wir beim nächsten Mal mal da in den Gruselwald mit den Blutranken hinabtauchen. So, die Boje sieht man die ganze Zeit? Ja, okay. Alles klar. Okay, das ist praktisch. Dann sollte man davon eigentlich immer eine dabei haben. Damit man im Notfall zurück kann. So, jetzt habe ich hier mein Silber. Meine Salzablagerung. Blei. Ich dachte, ich hätte noch Kupfer bei gehabt, aber gut. Kupfer findet man halt wirklich relativ viel noch. So, was können wir denn jetzt bauen? Fortgeschrittene Materialien. Benzol und synthetische Fasern. Okay. Das nutzt mir, glaube ich, erstmal noch nichts. Die Frage ist halt, sollte ich jetzt schon in neue Biome oder, also findet man da noch neue Sachen oder muss ich quasi immer noch an der Oberfläche rumtauchen erstmal? Okay, naja, gut, das werden wir jedenfalls beim nächsten Mal herausfinden und ja, ich hoffe, dass ich nicht so schnell dieser riesigen Wasserschlange da begegne, was auch immer es war. Sie hatte Zangen und war groß, das mag ich nicht. Ja. Was ich aber mag, ist tatsächlich dieses Spiel, auch wenn es mir viel Angst einjagt manchmal. Aber man merkt, glaube ich, es wird so langsam besser. Also dieser völlige Skrupel, irgendwo hinzuschwimmen, hat sich so ein bisschen, bisschen gelegt. Und ja, dann werden wir uns mal beim nächsten Mal in die düsteren Gefilde der Spielwelt begeben. Nach doch einigen Folgen. Ich weiß, ich bin sehr langsam, aber ich hoffe, ihr habt trotzdem ein bisschen Spaß damit und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Gauthuhn und ciao.